Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Lange gab es kein Video mehr, heute gleich ein besonderes. Ich mache die 100 Kilometer Roller Challenge. Was macht man da? Man fährt auf der freien Rolle und versucht die 100 Kilometer so schnell wie möglich zu fahren. Ich denke mal, es wird eine lustige Herausforderung. Mein Ziel ist unter 2 Stunden zu kommen. Und was muss man da machen? Ich denke einfach Vollgas fahren und ich werde es einfach ausprobieren. Kurz zu meinem Setup. Wir haben hier die Tax-Rolle. Das Fahrrad muss natürlich auch getuned werden. Man braucht Aerolaufräder auf einer Rolle, weil der Wind da sehr, sehr entscheidend ist. Als Übersetzung habe ich ein 53er Blatt vorne drauf und hinten 11 bis 30. Weil ich hoffentlich nur das 11er, das 12er und so brauche. Fahrrad ist ja die Hälfte der Aerodynamikkeit und die andere Hälfte der Aerodynamikkeit ist der Einteiler. Und den habe ich natürlich auch an. Und damit werde ich jetzt losfetzen. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, sind Aerosocken. Und dann würde ich sagen, ich fahre mich ein und dann legen wir auch direkt los. Achso, bevor ich was vergesse, das Wichtigste. Natürlich Satteltasche und Pumpe, weil wenn mal was passiert, ne? Ihr wisst Bescheid, kann man reparieren auf der Rolle. Let's go. Für alle, die es interessiert, wie man eigentlich auf der Rolle seine Geschwindigkeit messen kann, da gibt es so sogenannte Geschwindigkeitssensoren. Wir haben einen von Garmin und der tut seinen Job. Ist in meinen Augen fast noch genauer als GPS und mit dem ist es relativ einfach. Los geht's. Jetzt Energy Riegel und in 5 Minuten geht's los. So Leute, jetzt geht's los. 100 Kilometer Challenge. Ich sag 1,57 ist drin und los geht's. Der hat sich wieder entbunden, Alter, der Geschwindigkeitssensor. So, nach technischen Problemen, Start Nummer 2, los geht's.
Das waren meine 100 Kilometer. Ich bin fix und alle. Ich blende schnell hier die Daten ein, was ich getreten habe. Könnt ihr euch ruhig anschauen. Genau. Wenn ihr auch mal die Challenge versucht, markiert uns einfach am besten unter dem Hashtag 100 Kilometer Roller Challenge oder schreibt uns einfach eine Nachricht und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, ich fahre jetzt noch aus. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Puh, Alter, nicht glaube.